Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu meinem neuen Video. Ich bin die Pamela, bin aus Österreich. Schön, dass ihr bei mir eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und lasst mir doch gerne mal gleich mal ein Abo da. Heute habe ich ein Update für euch und zwar quasi so wie Beauty News, aber was Adventskalender betrifft. Und ich habe mir einige angeschaut, einige News, einige, was bald rauskommen oder schon rausgekommen sind. Und ich habe 16 Stück und die würde ich euch gerne mal gleich einmal zeigen und ein bisschen vorschlagen und präsentieren, und vielleicht ist ja der ein oder andere Kalender auch für euch dabei. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch bitte dran. Und ich würde sagen, wir legen jetzt gleich einmal los. Und zwar der erste ist ein ziemlich hochpreisiger, also ich habe hier noch keine Preise stehen, aber das ist der La Mer Adventskalender. Der ist sehr, sehr schön vom Packaging. Der ist sehr bunt und sehr farbenfroh. Ist jetzt nicht so weihnachtlich, finde ich. Und wenn man sich den so anschaut, dann sieht man auch sehr viele Cremes auf alle Fälle. Und ich würde sagen, der ist nur pflegelastig auf alle Fälle. Den nächsten Adventskalender, was ich noch gefunden habe, ist von Essence. Moment, Essence, genau, hier oben. Schauen wir mal, was das ist. Bald verfügbar, okay, da stehen auch noch keine aktuellen Datums drauf. Der heißt Happy Holidays Adventskalender und soll 25,95 kosten, wahrscheinlich in Deutschland, schätze ich einmal. Der ist aber auch sehr schön vom Packaging, das ist alles in so rosa und Fliederfarben. Da soll es wieder so Bändchen drinnen geben und Nagellacke natürlich, Augenpatches soll es auch drinnen geben, Lippenstift, ein paar Pinseln sind drinnen. Ja, sagt mir jetzt persönlich jetzt nicht so zu, aber jeder, der was einen günstigen Beauty-Kalender haben möchte, für den ist der was auf alle Fälle. So, ich muss da kurz Unterbrechung machen. Mein Sohn hat sogar für mich gekocht. Ich bin voll happy. Voll cool. Und zwar das nächste ist von Revolution Makeup, Revolution X Game of Thrones 12 Days Adventskalender 2022. Kostet 52,99. Ist eigentlich relativ teuer, oder? Also ich finde irgendwie, weil letztes Jahr hat der, glaube ich, 40 oder 45 gekostet, aber ist halt nicht Games of Thrones. Da haben wir eine Wimperndusche. Ich glaube, das sind so vielleicht Setting Spray, Lippenstifte, ein Sponge, zwei Paletten, einmal False Lashes. Ja, beim Rossmann ist es anscheinend schon verfügbar, glaube ich, wenn das hier so stimmt. Für mich ist es auf alle Fälle nichts. Dann habe ich noch den Just Spices Adventskalender. Da gab es ja eine Aktion mit Code JUST3RADGANG. Und da war der um 21% günstiger. Ich habe mir den aber extra nicht gekauft. Wie gesagt, da konnte man 20 Euro sparen. Ich habe den extra nicht gekauft. Ich habe den letztes Jahr auch um 100 Euro mehr gekauft und habe deswegen noch immer sehr viele Gewürze. Ich habe zwar schon ein paar leer gemacht, aber nee, deswegen kaufe ich mir jetzt nicht schon wieder einen ganzen Adventskalender voll. Nee, das Geld spare ich lieber. Und da gab es auch, wenn du, glaube ich, zwei Bundles kaufst, gab es auch dieses Rezeptbuch, dieses 100 Nudelrezepte, gab es dann, glaube ich, auch gratis dazu. Der nächste Kalender ist der Flanells Beauty Kalender. Der ist auch sehr schön. Das ist ein weiß-silbriges Design. Ich finde, das ist noch am ersten für Weihnachten. Und da sind auch Pflege und dekorative Kosmetik. Da ist auch diese Augustine Badercreme, diese blaue, dabei. Die habe ich noch daheim, die habe ich noch gar nicht ausprobiert. Dann ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, auch, ich weiß nicht, ob das Natasha Denona ist, so eine kleine Fünfer-Palette dabei. Und auch noch, aber die Firmenname sieht man nicht, da ist auch noch eine Vierer-Palette dabei. Ja, so auf den ersten Blick, sonst sehe ich da jetzt nicht so die Highlights. Man sieht es leider nicht so gut und so genau, dass ich das jetzt alles erkennen könnte. Aber der Kalender kommt für mich auch nicht in Frage. Dann haben wir noch den River Island Adventskalender.
Da kann man sich anscheinend auch schon irgendwie anmelden dafür. Und der soll einen Wert haben von über 290 Pfund. Das heißt, der kommt aus England. Muss mal halt schauen, ob sich das auch rentiert für einen. Da ist Mutmaske zum Beispiel drinnen. Diese Bläumaske, die habe ich auch schon. Falsche Wimpern sind drinnen. Dann ist noch eine weihnachtliche Palette, eine kleine Palette drinnen. Dann sind auch, glaube ich, Haarprodukte drinnen. Und Körperpflegeprodukte ist auch nichts für mich auf alle Fälle. Als nächstes haben wir den Space NK Kalender, Beauty Kalender. Ja, was haben wir da? Pflege, Lippenstift, ich glaube, das könnte so ein Handgel sein zum Waschen. Einige Cremes, auch was von Caudalie, auch was von Ordinary, dieses Serum, das habe ich aber auch. Dann ist das, glaube ich, noch ein Blush. Dann ist das diese berühmte Boom Creme oder wie die heißt, dieses Solaire. Keine Ahnung, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Dieser orangene Tiegel, ne, der was so gehypt ist oder war. Dann ist Olaplex dabei, ist auch nichts für mich. Ich kann nur sagen, zum Glück, weil letztes Jahr bin ich ein bisschen eskaliert mit über 20 Adventskalender und das habe ich nicht vor heuer. So, dann haben wir noch einen von Yves Saint Laurent. Der schaut auch sehr, sehr schön aus. Der ist schwarz mit goldenen Türchen, also schwarze und goldene Türchen. Sind halt sehr viele Lippenprodukte dabei, Wimpernduschen dabei und alles wirklich nur Beauty. Dann habe ich als nächstes habe ich den Rituals Adventskalender. Der ist mega, mega süß. Der ist mit so einem Tannenbaum. Und da sind dann die Türchen drauf, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube es zumindest. Da sind halt ja alle Sachen von Rituals drin, auch so Duftraumspender und dieser grüne Duschschaum, der was mir gar nicht gefallen hat, mit Lavendel und alles Mögliche, ist auf alle Fälle, Rituals ist keine Marke für mich, aber ich wollte es euch vorstellen auf alle Fälle. Dann haben wir den nächsten, der ist von Otto. Aber nur mit einem T. Und der schaut sehr schön aus. Der ist wiederverwendbar. Der schaut so ein bisschen wie so Art wie Glossy Box Adventskalender aus. Da ist eine Schlafmaske drin. Ampullen sind da drinnen. Der ist mehr so auf Skincare auf alle Fälle. Aber ist auch nichts für mich. Dann von L'Oréal ist der nächste. Der schaut weiß aus mit so einem großen Türchen. Der ist eigentlich auch ganz süß. Der ist gemischt. Das sind so Gesichtsmasken drinnen, Haarprodukte, Blushes, Lippenstifte, Bronzer. Aber ist jetzt auch nicht meins. Auch zum Glück. Dann haben wir noch einen Avant-Adventskalender. Der ist komplett schwarz mit, der hat auch nur 12 Türchen auf alle Fälle. Und ja, der ist auch nur mit Pflege. Man sieht nicht viel, was drinnen ist, aber es ist, glaube ich, so eine Art Toner drinnen. Und dieses Waschgel, das hatte ich auch schon mal, aber es hat irgendwie komisch gerochen, finde ich, so intensiv irgendwie. Der nächste Kalender ist der Yves Rocher. Der ist wirklich schön. Aber den habe ich schon reviewed gesehen bei der Chiquita's Place und das war gar nicht meins. Aber die Verpackung ist ultra genial. Der ist so, so schön. Die Farben sind genau meins. Und dieses Lila und Pink und Blau und voll schön. Der nächste ist der House of Fraser. Da kann man sich schon eintragen. Der kommt anscheinend wieder aus England. Der hat einen Wert von über 406 Pfund. Also richtig krass. Ich glaube, da ist auch eine Mini-Palette von der Natasha Denona. Lippenstift sehe ich da. Dann von diesem Nails Ink Nagellack. Ein roter Nagellack ist ja auch meistens drinnen. Ich glaube, da noch irgendwelche Serums. Und ja, von Kingsley. Philipp Kingsley ist noch was drinnen. Und ja, das schaut aber eigentlich auch ganz schön aus, aber würde ich mir auch nicht kaufen.
Und dann haben wir noch einen. Das ist der letzte, den was ich hier so habe auf alle Fälle. Und das müsste das Selfridges sein. Genau. Und der ist noch krasser. Also der kommt auch aus England anscheinend. Kann man sich auf die Warteliste setzen. Der hat einen Wert von über 800 Pfund. 800 Pfund ist schon richtig krass. Also da haben wir Lashes drinnen, da haben wir Parfum drinnen, von Caudalie sind gleich zwei Sachen drinnen, von Milk, dieser Primer müsste das sein, der Hydro Grip Primer, nochmal ein Parfum, Lippenstift von MAC, glaube ich. Von Ren ist auch irgend so eine Creme, von Kylie ist was drinnen, irgendein Lippenprodukt schätze ich. Auch von Augustine Bader diese blaue Creme, irgendeine Serum von Charlotte Tilbury ist glaube ich der Blush drinnen, habe ich aber auch schon. Deswegen zahlt sich der für mich auch nicht aus. Also das Einzige, was ich jetzt nicht an Bildern da drinnen habe, gespeichert, aber was ich euch noch sagen möchte, der Look Fantastic Adventskalender, den könnt ihr aber auch schon an Box gesehen. Da habe ich heute ein Unboxing schon gesehen. Und er ist nicht schlecht, wirklich. Und für Leute, die was noch nicht so ein großes Sortiment aufgebaut haben, ist es auch wirklich gut, aber für mich ist es nichts. Da sind ein paar Sachen drin, die was ich doppelt habe. Und sobald ich habe mir geschworen, sobald ich ein Produkt doppelt habe, möchte ich das nicht mehr haben. Aber sind richtig hochwertig und tolle Produkte drinnen. Und ich habe zum Beispiel dieses Puder von By Terry habe ich sogar schon zweimal und das brauche ich jetzt nicht noch ein drittes Mal. Also nee, auf keinen Fall. Aber wer das noch nicht hat, das ist, schaut sich das Unboxing an. Das ist richtig, richtig toll, der Adventskalender. Ich für meine Verhältnisse bin jetzt froh, dass ich noch keinen gefunden habe, wo ich so Ärger drauf reinkippe, weil wir haben jetzt erst Anfang September, also beziehungsweise Ende August, Anfang September. Und wenn ich jetzt schon anfange, mir Adventskalender zu kaufen, ich glaube, das geht sehr, sehr böse aus. Und ich bin richtig stolz, dass ich noch keinen gefunden habe. Aber ich glaube, auch für mich wird es dann noch einen passenden geben. Und dadurch, dass ich letztes Jahr ja schon so viel gekauft habe und mir jetzt in den letzten halben Jahr meine Make-up-Sammlung so krass aufgebaut habe, brauche ich jetzt auch nicht jeden Adventskalender. Aber da ist jeder anders, jeder hat andere Bedürfnisse und hat ein anderes Sortiment und jedem gefällt was anderes. Catrice zum Beispiel bringt ja sechs Adventskalender raus. Das ist richtig krass. Bin gespannt, ob man da einer zusagt, aber mir gefällt das nicht, dass da überall Nagellacke drinnen sind. Ho, aber da habe ich ja fast was vergessen. Und zwar, ich kaufe mir den Essie-Adventskalender. Den gibt es auch schon Unboxing auf YouTube. Schaut da doch auch gerne bei den Mädels vorbei. Und den werde ich mal kaufen. Also Essie hat richtig gute Nagellacke. Und da sind Special-Farben dabei und ich finde, das zahlt sich volle Kanne aus. Aber wie gesagt, sonst bin ich noch unbefleckt. So, ich hoffe, euch hat mein Update, mein Beauty-News-Adventskalender-News gefallen. Und zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben, einem netten Kommentar und ein Abo. Da würde ich mich auch natürlich freuen. Ne? Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!